Ich kann mich natürlich auch täuschen, also ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Und die haben ganz schön Bedarf an Nachschub. Meine Güte. So. Die haben jetzt komplett den ganzen Chinook leer gemacht. Meine Güte. Und das sind die noch nicht mal voll. Da möchte ich auch kein Transporthubschrauber blöd sein. Die essen den Nachschub ja regelrecht. Ja, kann man schon so sagen. Puh. Ja gut, also theoretisch sollten die Verhandlungen dann gleich losgehen. Die sind auch schon beide fast leer. Und wir sind weit weg vom VEB. Der ist leer. Damit schicken wir ihn vor. Gut, den Punkt haben wir jetzt nicht gehalten und den werden wir wahrscheinlich auch nicht halten können. Flammenpanzer. Also ihr seht, auch die Sowjeteinheiten haben Flammenpanzer. Das ist jetzt ein deutscher, also DDR-Flammenpanzer. Und ja, Infanterie-Flammenwerferpanzer. Wird vermutlich gleich vorbei sein, sobald sie treffen. Also ein ziemliches Gemetzel. Der einzige Nachteil bei Flammenwerferpanzern ist, sie sind nicht wirklich mit einer sehr hohen Reichweite ausgestattet. Also ja, kann man sich aber auch, glaube ich, auch erklären, weil Flammen, die haben nun auch keine ballistische Bahn, beziehungsweise das Gel oder dieser Treibstoff, der dafür verwendet wird. Also die sind übrigens auch potenziell gegen Panzer ganz praktisch, weil natürlich Hitze und Munitionslager und ja, mehr muss ich da glaube ich gar nicht sagen. Aber sie müssen halt auch erstmal so weit rankommen. Und in den meisten Fällen, da das keine sonderlich schwer gepanzerten Panzer sind, also dieser T-55 hier zum Beispiel, vorne 2, Seite 1, hinten 1, oben 1, ist also von den Panzerungswerten auch nicht so, dass der jetzt auf Nahkampf-Kuschelkurs mit einem zum Beispiel M1A1A-Brams gehen sollte, also dem besten amerikanischen Panzer, um es mal präziser zu sagen. In dieser Hinsicht mitunter ganz praktisch, mitunter aber auch einfach nur Verschwendung, je nach der Situation eben, wie es immer ist. Und wir bekommen Verstärkung. Und wir bekommen ganz schön oft diese ganz schön viele. Ja, gut, können wir jetzt nicht ändern. Wir müssen unsere Flakmasse machen. Und ich denke, die haben das doch ganz gut aufgelöst, das Problem. Weil es auch sehr makaber ist, dass hier während der Friedensverhandlungen noch gekämpft wird. Können wir aber auch nichts dafür. Aktuell greifen wir ja mal nicht an. Wir verteidigen uns ja nur. Kreuzerpanzer. Ja gut, ihr seid jetzt nicht wirklich toll. Ihr geht mal mit dort hoch. Die Sheridans lasse ich lieber in zweiter Reihe. Weil die halten auch gar nichts aus. Und ihr gleich noch viel weniger. T-80. Das ist ein Ernst. Doch nicht. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wer den T-80 erwischt hat, aber er ist auf jeden Fall kaputt. Bin ich jetzt nicht böse. Also T-80, der schwerste sowjetische Panzer zu der Zeit. Dem möchte man mit diesen normalen Einheiten alleine auch nicht im Dunkeln begegnen. Den wollte ich jetzt eigentlich zeigen, aber hat sich ja schneller verabschiedet, als ich das erwartet hätte.
kommen auch vielleicht noch welche. Ja, gut, da erstmal nicht weiter. Ja, Kommandant. Aber kann man jetzt nichts machen. Und unser VEB ist leer. So, gut. Passiert. Da kommt ein Haufen T-72. Da schicken wir mal unseren Cobra hoch, dass der möglichst die schon mal ein wenig demoralisieren kann. Weil das ist auf jeden Fall keine schöne Sache, wenn da so viele von denen kommen. Und da kommen wieder diese... ihr kümmert euch um die Jagdpanzer. Und da kommt... Ach du Heilige! Ja, okay. Jetzt wird's doch langsam interessant. Ihr seht, jetzt meinen sie es wirklich langsam ernst. Sie versuchen auf jeden Fall hier durchzubrechen. Mit allem, was sie haben wahrscheinlich. Und das könnte uns einige Einheiten kosten. Aber ich hoffe, dass wir die Linien halten können. Wird allerdings doch langsam kritisch. Kommt so nah ran, dass ich theoretisch auch unsere Partner runterstürmen können. Und hier geht's schon los. Alles, was uns zu nahe kommt, muss leider zerstört werden. Auch wenn der Frieden in greifbarer Nähe ist. Ja, VEB zerstört. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist nur der Transportpanzer dieses Transportpanzers. Oh, und unser Panzergebiet. Na, vorher noch gelobt und jetzt beweist du mir gleich, dass es doch noch ein wenig anders ist. Aber wir haben noch keine Verluste. Also ich bin ja hin und weg. Und wir schicken mal noch ein wenig davon rein. So. Weil ich nicht genau weiß, wie lange die Mission jetzt noch geht. Allerdings von 20 Minuten halten, ja, sind wir schon ein wenig entfernt. Erstaunlich wenig Verluste, muss ich mal sagen. Also wir haben da erstaunliches Glück. Ich meine, es ist noch nicht vorbei, aber es ist bis jetzt auf einem guten Wege. Unsere Flakpanzer? Da, Gepard. Also, wir haben es nicht mehr weit. Unterzeichnung des Friedensvertrages steht unmittelbar bevor. Also, es durfte gleich zu Ende sein. Die haben was gegen unsere französischen Einheiten. Beziehungsweise französische Einheiten natürlich. Wir ziehen euch mal ein Stück zurück. Euer Moral ist eh gerade nicht so toll. Ich glaube, die werden sich auch gleich verarscht vorkommen. Sagt dann einer, wenn sie in Panik sind, irgendwann ist nicht toll, aber gut, jo. Aber wir müssen unsere Kornfahrzeug verteidigen. Wir lassen mich da auch nicht dran. Ja, sehr schön. Also, Kornfahrzeug ist jetzt ganz gut verteidigt. Und eigentlich sollte es bald vorbei sein, hoffe ich. Erstaunlicherweise, die amerikanischen Einheiten haben auch Panik, aber die bleiben aktuell da, wo sie sind. Finde ich jetzt etwas traurig, dass ausgerechnet die, die ich so gelobt habe, die französischen Panzer, jetzt keine so große Glanzleistung abliefern. Aber gut, ist halt der Vorführeffekt. Aber die der erste Panzer hat sich wiederholt. Jo. Gut, Angriff soweit zurückgeschlagen. Kommt jetzt erstmal nichts Schlimmes, wie es aussieht mehr. Okay, jetzt ziehen auch die Briten. Vor allem, wohin fliehen sie überhaupt? Dann können doch theoretisch auch Feinde kommen. Ja gut, wenn sie denken. Das müssen wir machen. Jetzt einfach die Furcht vor die
unglaublichen Massen, die da kamen. Und unsere Gutscheine wurde zerstört. Und wir haben... das Ganze erfolgreich abgeschlossen. Der Vertrag soll den Zustand vor dem Krieg wiederherstellen. Die NATO zieht sich aus der BRD zurück. Der Warschauer Pakt gibt seine eroberten Gebiete in Nordeuropa auf. So, und damit haben wir die erste Kampagne abgeschlossen. Natürlich haben wir jetzt nicht diese Nebenziele erhalten, aber wir haben zumindest das, dass wir unsere Aufstellungspunkte am Ende auf 100 Punkte hatten. Ja, und wie ihr sehen könnt, Kampfpanzer haben hier ziemlich viel gerissen. Die französischen Panzer waren auch nicht so schlecht, also die haben sich alle ganz gut geschlagen. Was mich noch interessieren würde, wer den T-80 zerstört hat, da gucke ich mal schnell. Wenn ich es denn gleich finde. T-80, T-80, T-80. Da, T-80. Ein Sheridan T-80 zerstört. Oh je. Gut, aber muss man sagen, hat er gut gemacht. Also kaputt ist kaputt. Und wir haben nur zwei Einheiten verloren. Ein Transporthubschrauber und ein VAB. Ich würde sagen, damit können wir uns im Vergleich zu den letzten Missionen durchaus zufrieden geben. Und ich danke euch fürs Zusehen. Bis zur nächsten Kampagne.